Kronstedt, die Hauptstadt Tandriens. Um Königin zu werden, müsst ihr sie halten und gegen alle Angriffe verteidigen. Helft dem Erzdiakon in der Kathedrale. Da eine Hand die andere wäscht, wird er euch möglicherweise unterstützen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Siedler 7. Wir sind jetzt endlich in einer neuen Mission und die heißt 100 Jahre Frieden. Und da schauen wir doch gleich mal rein. Sieht man seinen Erfolg vor Augen, hat man schon die halbe Schlacht gewonnen. Seid ihr mal nicht so sicher. Oh, schon wieder gegen die beiden. Die haben uns doch eben schon so das Leben schwer gemacht. Kronstedt. Tandriens Hauptstadt. Meine Liebe, die entscheidende Schlacht steht bevor. Erobern wir Kronstedt, dann ist Tandrien unser. Falls Lord Wolvering oder Bischof Matthäus uns nicht zuvorkommen. Lasst solche Gedanken nicht zu, oder sie werden sich manifestieren. Ich bewundere eure Entschlossenheit, Bors. Es scheint, als könne euch nichts aufhalten. Wo ein Wille ist, Prinzessin, ist auch ein Weg. Und wenn deren Wille stärker ist als unserer? Dann müssen wir diesen eben schwächen, nicht wahr? Wolverines Hauptquartier. Kronstedt gehört mir und meinen Leuten. Zieht eure Truppen ab und ich werde euch verschonen. Hört nicht auf diesen Dieb. Lord Wolvering hat nur Angst, diese entscheidende Schlacht zu verlieren. Wir dürfen uns nicht von Furcht leiten lassen. Die Region hier um Kronstedt ist das Herz Tandriens. Die Karten werden neu gemischt. Jetzt wird meine Zeit kommen. Um den Lord und den Bischof zu besiegen, sollten wir die Vorteile dieser Region nutzen. Zwei machtvolle Orte aus alter Zeit könnten euch hilfreich sein. Die Kathedrale und die heilige Pilgerstätte. Prinzessin, nehmt euch ein Herz und setzt diesem schrecklichen Krieg ein Ende. Kämpft für Tandrien und dessen rechtmäßigen Thronfolger. Okay. Wir brauchen also wieder Siegpunkte, wie immer. Haben hier schon eine recht ausgebaute Stadt. Tja. Jetzt müssen wir hier doch erstmal gucken, ob hier alles läuft oder nicht. Wohnhaus, gehobene Häuser, Lagerhaus, die Kirche haben wir schon hier stehen. Wohnhaus, Werkzeugmacher. Oh, Leute, was ist denn hier los? Ich finde es schade, dass man das Spiel nicht stoppen kann irgendwie oder pausieren kann. Jedenfalls wüsste ich nicht wie. Papiermühle, eben verbunden mit Holz und Wasser. Kann die Papiermühle Papier für die Buchbindereien erzeugen? Ist ja interessant. Bücher sind für eure Kirche von Bedeutung. Sie werden benötigt, um hochrangige Geistliche auszubilden.
Kirchenausbau. Über dem Prestigebaum könnt ihr den Kirchenausbau freischalten. Eine ausgebaute Kirche ermöglicht euch besser ausgebildete geistliche Kathedralenausbau. Schaltet im Prestigebaum den Kathedralenausbau frei, um Zugriff auf den Siegpunkt Bischofssitz zu erhalten. Okay. Stationierung eines Geistlichen. Ihr könnt Geistliche in Ausposten oder in eurem Schloss stationieren, um die dortigen Soldaten zu unterstützen. Die Geistlichen stärken die Verteidigungskraft eurer Truppen. Der Bonus ergibt sich aus der Stufe der eingesetzten Geistlichen. Waldrodung. Hat euer Förster an unerwünschten Stellen Bäume gepflanzt, schafft Abhilfe durch Rodung. Diese Prestigeoption steht euch ab sofort im Prestigebaum zur Verfügung. Aha, okay. Trotzdem müssen wir jetzt erstmal gucken, was hier überhaupt los ist. Was haben wir denn hier? Wir haben Kohle, wir haben Eisen, wir haben kein Gold. Nein, wir haben hier nur Kohle und Eisen. Was haben wir hier? Stein. Kein Gold. Wo haben wir denn hier eine Goldmine? Wo sind meine schönen Goldminen? Da ist eine schöne Goldmine. Alles klar, wir brauchen also... sowieso nochmal Militär, um hier einiges anzugreifen. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Dass man nicht von Anfang an selbst bauen kann, das finde ich ein bisschen doof. So, wir haben hier eine Münzprägerei dran. Wir haben hier das Lagerhaus. Wir haben ein gehobenes Lagerhaus, noch mehr Lagerhäuser, Brauerei, Wohnhaus, Lagerhaus, Münzprägerei, Brauerei, Wohnhaus, Werkzeugmacher. Das ist schon mal gut. Wir haben eine Taverne, die nicht angeschlossen ist. Ach ja, natürlich. Wir müssen die Waldrodung nehmen, weil wir hier den Wald roden müssen. Natürlich. Haben wir denn Förster schon ausgebildet? Beziehungsweise haben wir schon Förster? Wir haben hier nur eine Bauhütte. Ich gehe mal ein bisschen weiter raus. Wir haben... Also, wir haben hier oben Weizen. Hier oben wird Weizen angebaut. Das ist ja schön und gut. Wir haben nichts, was uns Holz produziert. Das heißt, das können wir eigentlich... Na, nicht mit dem Lagerhaus. Das können wir eigentlich hier hinbauen. Einfach, ja. Dann können wir es auch einfach abbauen. Brauchen wir den Siegpunkt nicht. Oder was heißt den Siegpunkt nicht? Dann brauchen wir den... den Prestigepunkt nicht ausgeben dafür. Warten wir einfach, bis die Taverne dort angeschlossen ist. Wir haben, so wie es aussieht, keinerlei Bäcker. Das ist total toll. Wir haben eine Weberei. Eine Bäckerei haben wir. Eine Bäckerei ist aber leicht wenig. Noch ein Lagerhaus. Wir haben hier tausende Lagerhäuser. So, ich baue hier jetzt noch mal eine Bäckerei dran und hier baue ich auch noch mal eine Bäckerei dran. Wir haben gar keine Mühlen. Was ist denn das für ein Ort hier? Das ist ja widerlich, ist das ja. Mit diesem Außenposten unter eurer Kontrolle bringt ihr diesem Land Frieden. Sehr gut. Dann können wir hier mal eine Mühle dran setzen. Bauernhof. Weil ich gerade am Überlegen bin, die hier schreißen wir mal schnell wieder ab. So, dann bauen wir die hier nämlich nur hin. So. Stein. Müssen wir auch noch ausbilden. Wo hatten wir denn Stein? Hier oben, ne? Genau. Wir müssen ja erstmal irgendwo einen Anfang finden hier. Sonst wird das ja nichts. So, zwei haben wir noch. Da werden wir nicht weit mitkommen. Wir brauchen erstmal die Taverne.
Mir leid, dass ich gerade wieder so leise bin. Aber ich muss hier ja erstmal klarkommen. So, das ist soweit alles erstmal jetzt gebaut. Ja, das ist nämlich klar, dass hier jetzt das und das und das und das kommt. Das ist doch schrecklich hier. Ja, klar, dass der jetzt Metropole kriegt. Wir müssen ja auch hier erstmal bauen, damit wir hier überhaupt irgendwas hinbekommen. Niemand stellt sich mir in den Weg. Ich habe geschworen, dieses Land zu befreien. Und dabei lasse ich mich von nichts und niemandem aufhalten. Komm, halt die Klappe. Eigentlich brauchen wir ja noch eine Schafzucht. Also, normalerweise alles niederreißen und neu bauen. So was Beklopptes hier, was ist denn das? So echt eine doofe Mission. Hier können wir noch nichts hinbauen. Hier auch nicht. Was eine bekloppte Mission. Wir haben doch hier gar keinen Platz. Es ist doch Müll. Es ist doch Müll. So, Einheiten kann ich auch nicht bauen, weil man muss ja die Taverne hier zuballern. Das ist ja logisch. Tja, dann darf ich jetzt warten. Anders wüsste ich jetzt gerade nicht, wie wir das machen sollen. Ich würde ja am liebsten echt alles niederreißen. Alles niederreißen und neu bauen. So, dann können wir aber jetzt wenigstens mal gucken. Wir haben hier... Ach, er kommt schon! Ja, das ist ja auch was. Jetzt hätte ich gesagt, wir nehmen den hier noch ein, aber das können wir wohl vergessen. Wir müssen ja erstmal... Ja, hier unten wäre die Goldmine, hier kriegen wir auch noch ein bisschen Futter und so weiter. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Wir müssen aber erstmal hier in Gegenzug rangehen, weil er hier natürlich jetzt so langsam rankommt. Das können wir außerdem auch noch nicht übernehmen. Wir haben keine Taverne, wo wir in irgendeiner Weise jetzt mal den Weg hier rauskriegen. Doch, jetzt. Ha! So, damit haben wir die Taverne und damit können wir jetzt schon mal die ersten Leute anheuern. So. Dann haben wir das jetzt schon mal. Und damit können wir doch schon mal was anfangen und runter und die das Goldbergwerk für uns in unseren Beschlag nehmen. So. Um diesen Siegpunkt zu bekommen, was müssen wir machen? Der Bau der Kathedrale macht gute Fortschritte, doch mussten die Arbeiten wegen Werkzeugmangels eingestellt werden. Liefert einige eurer Werkzeuge an die Kathedrale, um einen Siegpunkt zu erzielen. 45, boah. 45 Werkzeuge müssen wir da hinbringen. Was haben wir denn noch hier? Was sollen wir denn hier machen? Ah, da müssen wir die christlichen Typen hinbringen. Ich würde eigentlich lieber auf Handel gehen. Das ist Kloster. Das ist ein Kloster. Das ist ein Kloster. Hier ist ein Hafen. Ich würde lieber wieder auf Handel gehen. Das hat letztes Mal so gut geklappt. Ich würde so gerne wieder auf Handel gehen. So, ich werde jetzt erstmal das unten übernehmen.
Wegen der Goldmine? Natürlich müssen wir auch aufpassen, dass hier nicht alles weggenommen wird. Ich warte jetzt noch ganz kurz, bis die Musketiere angekommen sind. Das dauert ja auch immer ein bisschen. Wir können eigentlich auch mal hier gucken. Okay. Technologien. Okay, an sich können wir schon ganz, ganz viele Punkte bekommen, indem wir einfach diese ganzen Sachen hier machen. Was müssen wir denn? Ja, hier auch. Wir müssen Geistliche bauen ohne Ende. Ja, dann müssen wir dieses Spiel halt wirklich mal auf Geistliche gehen. Dann haben wir wieder einen Hafen. Und leider nicht auf Handel. Okay. Alleine dadurch könnten wir schon 3 Punkte kriegen. Also gehen wir doch auf die Geistlichen. Dafür müssen wir jetzt aber Prestigestufe 4 erstmal werden. Wir können ja schon mal ein bisschen Prestigedinger bauen. Können wir nicht, es fehlen Güter. Was fehlen denn für Güter? Gold. Ist ja geil. So, weil dann können wir wieder nicht auf die Kaserne und auf Militär gehen, weil so kriegen wir einfach nicht genügend Siegpunkte. Na gut, wir könnten es natürlich machen und die hier voll eingrenzen und besiegen und was weiß ich und niedermachen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist einfach nur, wenn wir das machen, brauchen wir zu lange. Das wird nichts. So, das Ding übernimmt er jetzt. Dann werden wir hier gleich einen Turm hinstellen oder eher gesagt ausbauen. Das hatte ich ja beim letzten Mal nicht gemacht, das war ja der Fehler. Ja, wir kriegen... Haben wir denn überhaupt einen... Wir haben zwar Münzprägereien, aber wir haben ja gar keinen... Gar keine Webereien, ne? Nee. Müssen wir mal... Oder eine Schneiderei, Entschuldigung. Müssen wir mal so eine Schneiderei bauen. Und wir müssen gleich mal zusehen. Na. So, 34. Ihr erschließt neues Land, mein Freund. Großartig. So, Geologen. Geologen. So, gleich die Berghütte bauen hier hinten mit dem Gold. Eins der wichtigsten Güter jetzt erstmal für uns. Gold. So. So, Gold. Dann können wir hier auch noch Dingens bekommen. Nicht Lagerhaus. Forsthütte. So. Haben wir das auch. Außerdem sollten wir hier noch eine Forsthütte hinstellen. Haben wir nur keinen Platz für, ne?
Die haben jetzt auch Forschungen begonnen und so weiter und so weiter. Natürlich schlecht für uns, aber nicht unmachbar. So, wichtig ist mir, dass er jetzt erstmal mit dem Gold und so weiter. Das hier oben hätten wir gar nicht so unbedingt übernehmen müssen. Ist mir nur auch lieber, wenn wir hier ein bisschen mehr übernommen haben. Jetzt sollten wir uns wirklich mal um die Kirchenproduktion kümmern. Wie können wir denn Papier herstellen? Wo war denn das jetzt? Sägemühle, Buchbinder, Papiermühle in einem Wohnhaus. Was braucht er denn für Papier? Wir haben doch hier Wohnhäuser ohne Ende gehabt, oder nicht? Hier ist ein Wohnhaus mit Papier. Und einen Buchbinder kriegen wir hier bei einem, so, bei dem Gebäude. So, wir setzen hier zwei Geologen rein wieder, wie immer. So, Eisen sollten wir auch relativ gut was herstellen. Kommt der jetzt gleich zu uns? Nein, zum Glück nicht. Der übernimmt das hier. Unsere Armee lassen wir hier jetzt noch stehen, so lange, bis wir hier Türme rumbauen können. Sollten wir eigentlich hinkriegen. Eigentlich sollte das möglich sein. Euer Widersacher kann ab sofort eine neue Technologie nutzen. Ja, das macht nichts. Auf Technologien müssen wir nicht so unbedingt gehen. Gegen diesen Papst, da kommen wir sowieso nicht an von Technologien. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. Gute Neuigkeiten. Ihr habt einen Siegpunkt erhalten. So, dann mache ich jetzt mal Belohnungen. Ich vergesse es ja immer wieder, ne? Werkzeuge wären gar nicht so schlecht. Ihr habt einen Siegpunkt erhalten. Weiter so. Ihr wollt mich also herausfordern? Na gut, dann seid gewarnt. So, das Ding hochziehen. Ein neuer Geistlicher wurde ausgebildet. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Hier können wir jetzt bauen. Ist natürlich ein bisschen doof, dass die vom Gold her so weit... Ach nee, die haben ja hier direkt. Alles klar. Das ist ja auch gut. Wir kriegen hier jetzt alles, was wir eigentlich im Prinzip brauchen. Hier wird es ausgebaut. Da werden, denke ich mal, nur noch die Balken benötigt. Die Holzbalken. So, jetzt kommt unsere Wirtschaft so langsam ins Rollen, würde ich sagen.